Bilder wie aus der Freinacht in Berlin. Abgebrannte Autos, zerstörte Scheiben, geschmolzene Reifen. Der Geruch nach verschmorten Gummi- und Plastikteilen liegt in der Luft. Wir wurden um etwa 5 Uhr in die Kaiserstraße gerufen, wo das erste Fahrzeug dann schon gleich festgestellt hat, es hat nicht nur ein Auto gebrannt, sondern es haben einfach mehrere Autos gebrannt. Und aufgrund dessen, dass die Rauchentwicklung so stark war und die Rauchschwaden an der Hauswand entlang hochzogen haben, hat man mehrere Einsatzkräfte nachalarmiert. Die Kaiserstraße mitten in Schwabing, eine sehr gediegene Straße. Die Wracks stehen wenige Meter voneinander entfernt. Ein Zufall kann das Feuer also nicht gewesen sein. Unsere Kripo hat jetzt hier die Ermittlungen übernommen und aufgrund des Umstandes, dass die beiden Fahrzeuge, bei denen das Feuer ausgebrochen ist, abgesetzt voneinander gestanden sind, gehen wir momentan vom Verdacht der Brandstiftung aus. Bei den Anwohnern hinterlassen die Wracks ein mulmiges Gefühl. Wieso kommt es ausgerechnet bei Ihnen zu einem solchen Vorfall? Und wer ist der Feuerteufel? Wir schauen natürlich, was war jetzt genau die Brandursache. Das werden jetzt unsere Brandermittler vor Ort hier alles feststellen bzw. Spuren sichern oder Spuren sichern lassen. Und dann müssen wir natürlich auch Leute befragen. Und wichtig für uns ist natürlich auch, wenn jemand was gesehen hat, wenn man Zeugen hat, die zu dieser nachtschlafenden Zeit eventuell doch noch draußen waren. Da auch umliegende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden, liegt der gesamte Schaden bei mehreren 10.000 Euro.